Das Interface des Euting-Projektes besteht aus vier Elementen. Als Hintergrund fungiert stets eine Karte, die sich aus verschiedenen Layern zusammensetzt, die der Nutzer über ein Auswahlmenü ein- und ausschalten kann. Zurzeit stehen global die von Google angebotenen Karten und für ausgewählte Regionen zusätzlich historisches Kartenmaterial zur Verfügung. Um geografische Informationen auf unterschiedlichen Kartenlayern direkt miteinander in Relation setzen zu können, sind diese semi-transparent gehalten. Auf der rechten Seite stehen die einzelnen Einträge mit einer Überschrift zur Auswahl zur Verfügung. Diese einzelnen Einträge sind mit geografischen Informationen verbunden, die auf der Karte angezeigt werden. Diese werden entweder als Punkt oder als Polygon dargestellt, abhängig davon, ob sie sich an einem festen Ort oder während einer Reise abspielen. Die Form der Polygone unterscheidet sich je nach Fortbewegungsmittel. So sind Seereisen als Pfeile, Zugfahrten als Schienen und Landreisen mit Kamelspuren deutlich gemacht. Zusätzlich werden unterschiedliche Farben genutzt, um beispielsweise zwischen einem privaten und einem wissenschaftlichen Aufenthalt zu unterscheiden. Mit der Auswahl des Texteintrages oder der kartografischen Information wird der Tagebucheintrag ausgewählt und in einem neu erscheinenden Fenster angezeigt. In diesem neuen Fenster sind auf der linken Seite die ausgewählten Tagebucheinträge, auf der rechten Seite die zeilengenaue Transkription sichtbar. Mit der Auswahl des Tagebucheintrages wird die vollständige Seite wiederum in einem neuen Fenster geöffnet. Fährt der Nutzer mit der Maus über die Transkription, wird ihm eine entsprechende Normalisierung des Textes angezeigt. Sämtliche kodierten Einträge sind mit einer Unterstreichung hervorgehoben und zeigen bei Auswahl ein neues Fenster mit den entsprechenden hinterlegten Informationen an, wie im Abschnitt zur Textkodierung eingehend beschrieben. Von Euting in seinem Tagebuch zitierte wissenschaftliche Texte wurden nach Möglichkeit gescannt und ebenfalls in das Interface eingebunden. Darüber hinaus wird jeder eingebundene Artikel als PDF zum Download bereitgestellt. Neben der geografischen Information sind sämtliche Tagebucheinträge mit einem Zeitpunkt oder einem Zeitraum verbunden, die auf der Timeline am unteren Ende des Interfaces visualisiert werden und einen weiteren Zugriffspunkt auf die einzelnen Tagebuchseiten darstellen. Äquivalent zu den geografischen Informationen sind auch die Einträge in der Timeline mit unterschiedlichen Farben kodiert. Bewegt der Nutzer den Zeitstrahl, werden sowohl in der Liste als auch auf der Karte nur die Einträge angezeigt, die dem sichtbaren Zeitraum entsprechen.